Jo Freunde, was geht? In dem heutigen Video durfte ich nur 5 Items, die mir mein Chat sagte, benutzen, um einen epischen Sieg in Fortnite zu holen. Ich hatte 3 Runden Zeit, Heal war immer erlaubt, da war es egal, was ich nehme, aber zum Beispiel Movement, Waffen, durfte ich nur diese 5 Items nehmen. Also ich schreibe mir jetzt 5 Items, die Damage machen, rein. Heal darf ich alles benutzen und nur das darf ich benutzen. 3 Runden machen wir. Die ersten 5 Sachen, die ich sehe, nehme ich dann. Dann haut mal eure ersten 5 Items raus. Pömpel. Die Pömpelgranaten. Okay. Sniper. Hadesketten. Junge. Flügel. Okay, noch eine Sache. Wir brauchen halt auch noch Sachen, die, Damage machen, noch so eine Waffe. Gönnt mir noch eine Pump oder eine AR wenigstens. Nemesis-Sturmgewehr, Digga. Bodenlose Scheiße. Aber rein da. Ist es ein Sniper? Oh, das ist aber das Nemesis-Sturmgewehr. Ja, ja, stark, stark, stark. Und Minis haben wir noch. Ui, jetzt kracht das Aim. Ja, Digga, let's go. Ach, eben hat jetzt auch nicht so krass gekracht. Okay, diesen Flügel, die dürfen wir mitnehmen. Ist das ein Sniper? Was ist denn das? Nee, okay, okay, schade. Ist auch keine Sniper. Flügel. Heal, wie gesagt, darf ich alles nehmen. Deswegen da nicht wundern. Und ansonsten haben wir hier nochmal Nemesis-Ding. Oh, Pimpelgranaten, Digga, W's. Oh mein Gott, let's go. Okay, aber hat sich doch gelohnt. Okay, schon mal einen guten Start in die Runde. Haben Medaillon, ganz guten Stuff. Ich muss sagen, so lässt es sich leben. Aber die Items sind trotzdem immer noch komplett bodenlos. Also muss ich sagen, da habt ihr mir wirklich die richtig gegönnt. Digga, das ist bodenlos. Neue Tag. Neue MP. Diegel. Och, Digga. Impulsis. Also ich habe jetzt die neue Tag, die mit 3 Schüssen, dann Diegel, dann neue MP, Impulsis, Sniper. Okay, dann noch Sniper. Rein da. Zweite Runde, wir haben neue Waffen und zwar die Tag, also die mit 3 Schüssen, dann die Diegel, die neue MP, also die, die in Chapter... Genau, die hier, die wir sogar in Gold haben, Bro. Lucky. Hadesketten nicht. Heal dürfen wir immer benutzen. Let's go. Hadesketten haben wir in der letzten Runde nicht bekommen, da wo wir sie nehmen dürften. Flügel dürfen wir nicht benutzen. Ist kein Heal. Auch nicht. Dann die Sniper Impulsis sind noch. Okay, okay, okay. Also wir haben einfach schon die neue Tag. Diegel haben wir nicht. Wir haben schon die neue MP. Wir haben Impulsis und Sniper nicht. Aha, darf man Sachen, zum Beispiel Jumpscare, noch kaufen? Ja, ja. Oh mein Gott, Digga, ihr seid so nervig. Ach. Junge, aber mein Aim mit dieser MP ist gar nicht da. Ich würde die auch niemals privat spielen. Ich muss aber in Zone. Ich fahre einfach mit meinem Auto. Oh, Digga, oh, oh. Junge, Mann. Na, oh. Wie kann man aber auch so nervig sein? Ist der hier? Nein, 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 nein. Ja, wir sind tot. Wir haben gar kein AP. Pump nachladen. Scheiße, wie dumm, Digga. Ich spiel so scheiße. Das Med gebe ich mir jetzt einfach mal. Meine Waffen sind halt scheiße, Mann. Wieso hitte ich nichts?
muss jetzt die Pump neu laden. Aber gewaltig. Schnell. Und mir den letzten Mini drücken. Digga, also. Sie sniped. Oh mein Gott! Let's go! Also man muss sagen, das war keine krasse Runde, aber trotzdem, die Waffen waren wirklich nicht kacke, nicht gut. Und somit haben wir einfach die Challenge in der zweiten Runde schon gewonnen. Einmal W's dafür in den Chat. Hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, ciao.